Ich bin da. 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 Ich bin Ich würde ja nicht anwenden.
bei der Versammlung haben sie erzählt, also 18 Prozent ausgebucht, und bei der Versammlung haben sie erzählt, dass mehr Dollar zusätzlich ausgebucht haben. Ja, ja, ja. Championat. Thank you.
Hast du nicht das Geburtstag? Ja, genau. Was machen wir? Geburtstag hat? Du bist jünger geworden. Hast du Geburtstag? Was ist denn hier? Ja, nee. Wie kommt man denn hier durch? Oder?
Ja, da war ich schon.
Ja, Zettelpark ist das jetzt. Er selber ist ja Schiller, nicht? Ich könnte ein bisschen näher hinfahren. Das ist ja Schiller. Ja, aber hier. Arm hat ihn ja nicht. Da sind zwei Spezialisten drin. Der Hans-Gewehr und ist fertig. Ja, aber das ist ein Wort. Und dann hätte ich die Ja, das ist zwei.
Schickwärtsche. Besitzer, haben Sie was? Passt auf. So, meine Damen und Herren, wir sind schon im Championat. Wir haben ja hier im Körbezirk ca. 60 Fohlen heute gesehen. Das ist eigentlich ein sehr gutes Ergebnis wieder hier für einen unserer kleinsten Körbezirke Bordesholm mit 60 Fohlen. Das zeigt, dass wir uns wieder etwas stabilisieren und es bergauf geht. Wir haben ja insgesamt im Katalog 200 Fohlen mehr als wie im letzten Jahr. Das, denke ich, zeigt schon, dass ja im letzten Jahr die Bedeckungen schon etwas ansteigend waren und dadurch auch mehr Fohlen in diesem Jahr geboren wurden. Wir haben knapp die Hälfte an Hengstfohlen gesehen und ich habe es mal durchgezählt, es sind 11 Hengstfohlen prämiert worden. In diesem Jahr ist auffallend, dass die Qualität der Stutfohlen außerordentlich gut ist. Wir haben 9 Fohlen im Championat, bei den Hengsten haben es jetzt 3 geschafft. Das ist ja auch in der Regel so, dass die Stutfohlen sich etwas ausdrucksvoller, typvoller noch zeigen können. Aber 3, wir hätten natürlich gerne den ein oder anderen noch mehr mit hier gehabt. Gut, 2 sind erschienen. Und unter diesen 2 haben wir jetzt die Entscheidung getroffen. Und zwar haben wir uns für die Nummer 10 als Siegerfohlen entschieden. Nummer 10 steht schon hier vorne. Das ist der 2,5 Monate alte Kankara, Sohn aus einer Quadrigo Lutano Caribo Raimond Mutter. Silke Bustorf hier aus Bisse ist die Züchterin und Besitzerin, ja auch schon lange dabei, sehr engagiert, schon als Jungzüchterin, die hier jetzt einen schönen Erfolg mit diesem ganz besonders bewegungsstarken Kankara-Sohn feiern kann. Als Typ ja sehr kompakt konstruiert, wie ein Kraftpaket, man hätte ihm sicher noch etwas mehr Linie und Trockenheit vielleicht wünschen können, aber in der Bewegung ist er nicht zu toppen. Das macht er perfekt hier mit ganz viel Gummi und viel Schub und Schwung, auch Motorik aus der Hinterhand. Gute sportliche Qualitäten lässt er hier erkennen. Interessant ist Kankara, der Cassini-Sohn, der ja zunächst schon mal nach Amerika abgegeben wurde oder dorthin verpachtet war und jetzt wieder zurückgekommen ist. Das wissen Sie, schaffen nur wenige, wenn sie erstmal weg sind. Aber bei ihm ist es eben so, dass er hervorragende Sportpferde mit internationalem Format geliefert hat und auch im letzten Jahr
gut angenommen wurde. Wir haben viele Fohlen von ihm gesehen, auch immer wieder Fohlen in den Championaten. Also wenn das mit der Mutter sehr gut harmoniert, dann sind das sehr auffällige, auch typstarke und bewegliche Fohlen. Ja, so hier aus dem Stand 35, 56, das ist ja die Linie, die bei Silke Busdorf zu Hause ist und auch hier immer wieder auffallende Pferde stellt. 35, die Stammnummer, das sind ja die Stämme hier aus dem Körbezirk Bordesholm, die 3000er, aus denen, wie gesagt, vor allen Dingen sehr gute Sportpferde hervorgegangen sind. Und so eine Zukunft wird sicher auch dieses Fohlen haben. Herzlichen Glückwunsch an Silke Busdorf aus Bitzi. Ja. Und da gibt es den Versicherungsgutschein als Ehrenpreis von der R&V VTV. Und ist Silke Busdorf hier? Einmal bitte zum Fohlen kommen. Und gefeiert wird das Ganze ja heute Abend noch beim Treffen des Kürbezirkes. Da ist sie, jawohl. Also hier gibt es den Versicherungsgutschein der R&V VTV Agentur Alexander Kuschel. So, das ist unser Siegerfohlen und auf Platz 2 gleich darunter die Programmnummer 12. Das ist der Charleston-Sohn aus einer Mutter von Canto Blanco Callado Acrobat 2 Lux Z. Ein 2 Monate altes Fohlen aus der Zucht von Gisela Jahns aus Großharri, der sich hier auch von sehr guter Qualität gezeigt hat. Das Fohlen ist im Typ vielleicht noch etwas auffälliger, sehr schön bergauf konstruiert, dieses Fohlen mit viel Ausdruck, gerade auch im Gesicht gut modelliert. Und hier auch mit guter Motorik und Ablauf, vielleicht nicht so bewegungsstark wie unser Siegerfohlen, aber das ist auch schon etwas Besonderes. Hier im wertvollen Stamm 68-79 wurden ja 2 Siegerhengste kombiniert, nämlich Charleston, der Cascadello-Sohn, und Canto Blanco, der Canto-Sohn, dann Callado und Acrobat Lux. Also leistungsbetont hinten in diesem Stamm. Somit eine interessante Variante, gerade auch mit, glaube ich, sehr guter sportlicher Perspektive bei diesem Fohlen. Wir gratulieren herzlich Gisela Jahns aus Großharri und sie kriegt einen Ehrenpreis des Kürbezirkes. Also, und es gibt auch wieder einen Gutschein der Mustang Media Firma von Herrn Gundlach, der uns ja den Sommer über begleitet und alle Fohlen auf ein Video aufnimmt. Und sie haben auch Gelegenheit, von ihren Fohlen dort die Videos zu erstehen. Und hier für den Reservesieg bei den Hengstfohlen gibt es so ein Video als Ehrenpreis. Schöne Sache, herzlichen Glückwunsch auch dazu. So, das sind unsere beiden Spitzenfohlen. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit der Programmnummer 12. Einmal im Trabe eine Ehrenrunde. Das ist der Charleston Canto Blanco Callado Sohn. Gisela Jahns aus Großharri ist die Züchterin. Moment noch, wir warten, bis das Reservesiegerfohlen die Bahn verlassen hat. Ja, da vorne liegt das Handy vom Vorführer. Kann er doch nicht selber hinlaufen, wenn wieder. Da ist er, Herr B. So, jetzt haben wir es. Gut, das Fohlen wartet dann noch eben in der Mitte und dann nehmen wir die Programmnummer 10. Das ist unser Siegerfohlen, Kankara-Sohn
aus einer Quadrigo Lutano Caribo Raimond Mutter Silke. Nein, da bin ich ja falsch. Doch ist richtig, Silke Bußdorf, jawohl, aus Bissi, Züchter und Besitzerin. Ja, tolles Bewegungsfohlen, immer im Takt und super Übersetzung hier mit viel Gummi. Vielen Dank. So, dann verabschieden wir die beiden Hengstfohlen und kommen dann gleich zu den Stutfohlen. So, ja, meine Damen und Herren, schon gesagt, 9 Fohlen haben sich fürs Championat qualifiziert. Das ist ein sehr gutes Ergebnis hier für den kleinen, relativ kleinen Kürbezirk. Sehr gute Qualitäten haben wir heute gesehen. Jetzt sind am Ende 6 hier im Championat erschienen. Vielen Dank. Vielleicht mal etwas aufpassen vorne, dass Sie nicht in der Funk- oder in die Funkrichtung kommen, dann ist das Mikrofon immer gestört. So, jetzt haben wir diese 6 Fohlen rangiert. Heute auf Platz 6, die Programmnummer 36. Das ist ein Fohlen, das wir heute Morgen gleich auf dem ersten Platz in Schönhorst sahen. Das ist eine Diarado-Tochter aus einer Clarimo Laval 2 Calando 1 Fleming-Mutter. Züchter und Besitzer ist Volker Götze Götze aus Großbuchwald. Ein 4 Monate altes Fohlen, das sich in gutem Rahmen hier zeigt. Genügende Größe, sehr gute Entwicklung, auch hervorragend hier herausgebracht und in Szene gesetzt. Dieses sehr typvolle, vor allen Dingen sportlich im Auftritt gewesen, mit auch hervorragenden Grundgangarten hat es sich heute Morgen in der Einzelvorstellung und auch hier im Championat gezeigt. Interessant, die Mutterlinie, hier ist ja der Stamm 104a, einer unserer wertvollsten Stundenstämme, das Fundament dieses Erfolges und dann mit Leistungsträgern hier im Pedigree angereichert mit eben Clarimo-Blut, der selbst im internationalen Sport unter Rolf-Gerold Bengtsson hoch erfolgreich und auch über seine Nachkommen zusehends im internationalen Sport auftaucht. Dann der Vater Diarado, ja allen hinreichend bekannt, der auch in diesem Jahr wieder einen sehr überzeugenden Jahrgang uns in den verschiedenen Kürbezirken gestellt hat. Herzlichen Glückwunsch an Volker Götze Götze. So, dann haben wir auf Platz 5 die Programmnummer 29. Das ist, bitte mal dieses Fohlen wieder einrücken oder darf schon im Schritt die Bahn verlassen. Und wir haben auf Platz 5 die 29. Das ist eine Million-Dollar-Tochter aus einer Cavallo Contender Corporal Sacramento Song Mutter. Züchter und Besitzerin ist Karin Blöcker aus Nettelsee, bei der ja diese Mutterlinie aus dem Stamm 1795 eine Heimat gefunden hat und durch geschickte Anpaarung immer wieder uns hervorragende Nachzucht vorstellt. Hier 3 Monate alt, wieder in idealem Alter, sehr auffälliges Stutfohlen mit Ausdruck, sehr langbeinig dieses Fohlen. Und auch in der Bewegung locker, taktvoll, vielleicht nicht die ganz große Übersetzung, aber für einen Springsportler, und so ist die Abstammung ja geprägt, hervorragend. Der Vater Million Dollar, ja einer der gefragtesten Hengste im letzten Jahr. Wir haben ja viele Fohlen in den Kürbezirken von ihm gesehen. Er macht immer wieder, aber es muss passen mit der Mutterstute, auffallende Fohlen auch in den Championaten dabei. Aber es gibt eben keinen Hengst, der zu jeder Stute passt. Auch er
muss gezielt eingesetzt werden. Und ich glaube, aufgrund der großen Anzahl der Nachkommen wird das auch den Züchtern gelingen. Herzlichen Glückwunsch an Karin Blöcker in Nettelsee. Hier hat es schon geklappt. So, Dankeschön. Auch dieses Fohlen darf schon im Schritt die Bahn verlassen. Dann kommen wir zum vierten Platz. Der geht an die Programmnummer 48. Der vierte Platz 48, das ist eine Diamant de Simili-Tochter aus einer Callado Caletto 1 Capitol 1 Fantus Mutter. Züchternbesitzer ist Harm Sievers in Tasdorf, der ja gleich mit einigen Fohlen sich hier fürs Championat qualifizieren konnte. Hier eine sehr gelungene Kombination. Dieses Fohlen ist auch gut 3 Monate alt, dafür großrahmig modelliert, sehr typvoll. Es hat hervorragend gepasst, auch in der Bewegung dieses Fohlen mit guter Motorik, sportlich im ganzen Ablauf. Wir wissen, mit Diamant de Simili ist der Einsatz ja nicht so ganz einfach. Das ist ja ein sehr großrahmiger, kalibriger Hengst und man muss schon mit einer entsprechenden Stute dagegen halten, dann passt das. Hier mit dieser Stute, die ja Siegerstute hier im Kürbezirk war und bestes Bewegungswert auf der Schau in Elmshorn, auf unserer Elite-Stutenschau, hat er natürlich eine hervorragende Grundlage gefunden. Das Ganze in dem Stamm 8813. Wenn Sie die Großmutter mal gucken, das ist ja die Caletto 1 Kapitol-Tochter, sie ist Vollschwester zu Calvaro Z., der ja in Zangersheide und später in Frankreich als der Vererber mit Holsteiner Blut eingesetzt wurde und somit hier auch ein tolles Leistungspedigree als Fundament. Herzlichen Glückwunsch, haben Sie das. So, darf auch im Schritt schon die Bahn verlassen und dann haben wir jetzt die 3 Spitzenfohlen des Jahrganges bei den Stutfohlen in der Bahn und der 2. Reservesieg geht an die 47. Das ist die Central Park Tochter aus einer Casino Lenzer 2 Caretino Coriolan Mutter. Züchter und Besitzer ist Harm Sievers, wiederum aus Tasdorf, der wie gesagt mit 3 Spitzenfohlen hier dabei ist in diesem Jahr. Ein tolles Fohlen, das auch mit 3 Monaten wieder in idealem Alter ist. Sehr kompakt konstruiert dieses Fohlen mit ganz viel Kraft. Central Park, ja ein Junghengst, dessen Fohlen wir in diesem Jahr ja erstmalig in Augenschein nehmen konnten. Er hat immer wieder uns Fohlen gezeigt, die besonders typstark sind und auch sehr kompakt sich vererben konnte. Also auch eine Empfehlung für Stuten, die vielleicht eine Rippe zu viel haben. Das kann er sehr schön schließen, das hat er uns gezeigt. Dabei sehr edel, typvoll im Ausdruck, hier der perfekte Typ, auch locker in der Bewegung mit enormer Motorik. Also hier hat alles gepasst. Aus dem Stamm 318D1, das ist ja der Stamm, der hier über Generationen, Pferdegenerationen bei Familie Sievers aufgebaut wurde, dann mal zu Willi Lührs ging, die Landgrafstute, die ja dann mit Cassini Cumano brachte und Cumano unter Jos Lansing ja Weltmeister seiner Zeit wurde und überragendes Springpotenzial verfügte und hier aus diesem Stamm 318 eben direkt darauf zurückgeht. Also ein tolles Fundament hier, züchterisch hochinteressant. Herzlichen Glückwunsch, haben Sie das. Und vielleicht das bitte nochmal hier in der Bahn verbleiben, dass wir die 3 Spitzenfohlen noch in einer Ehrenrunde verabschieden können. Jetzt auf Platz 2, 2. Reservesieg, nein, Reservesieg, so ist es richtig, die Programmnummer 43. 43 ist eine Cornett Opulenski Tochter aus einer Kidam de Revelle, Nekton Carthago Caletto 2 Mutter
Und wenn Sie diese Abstammungskombination lesen, dann weiß man gleich, dass das nur bei Hans-Jürgen Pöls in Neumünster sein kann, denn gerade die Kombination Karthago-Caletto II geht ja auf die Ulica aus dem Stamm 162 zurück. Mit diesem Stamm und dieser Linie hat Hans-Jürgen Pöls ja schon zahlreiche tolle Erfolge in Zucht und Sport feiern können. Und so auch mit diesem 5 Monate alten Stutfohlen, das gewaltig entwickelt ist, auch im Typ sehr bergauf konstruiert, mit schönem Ausdruck, großen Linien. Der Typ ist perfekt, auch in der Bewegung locker und mit genügend Übersetzung für einen Springsportler mit dieser Abstammung, Cornette Obolensky, Kidam de Revelle, Nekton Karthago, also das sind schon die besten Hengste hier zusammengeführt. Herzlichen Glückwunsch an Hans-Jürgen Pöhl zu diesem tollen Erfolg. Die Ehrenpreise gibt es heute Abend, höre ich gerade. So, und das Siegerfohlen, das ist die Programmnummer 100. Das ist ja hier zugewandert sozusagen, nämlich aus dem Kürbezirk Steinburg. Ja. Ein, zwei, jawohl. Jetzt haben wir wieder den Ton. 1, 2, ja. Das Siegerfohlen Casaltino aus einer Kidams Rubin, Caletto II, Ronald Herrscher, Mutter, Züchter ist Thorsten Grippel, Scham, und dieses Fohlen ist dann rübergewechselt hier ins Eigentum und Besitz von Harm Sievers aus Tasdorf. Dieses Fohlen hat uns hinsichtlich Typ, aber vor allen Dingen auch in der Bewegung noch etwas mehr zeugen können, obwohl beide Sieger und Sieger und Reservesiegerfohlen von ähnlich guter Qualität überragen. Hier das Fohlen auch 3,5 Monate alt, wieder in bester Kondition, von Größe, Ausdruck, edel, langbeinig, mit hervorragender Übersetzung und viel Gummi. Wir werden es gleich nochmal sehen. Auch hier die Abstammung ähnlich wertvoll mit Stamm 776. Hier der Junghengst Casaltino, Siegerhengst seines Jahrganges, mit schon im letzten Jahr auffällig guten, typstarken Fohlen. Das hat er auch in diesem Jahr wieder gezeigt. Und das Kidam de Revelle-Blut hier über den Sohn Kidams Rubin, der in Oldenburg ja zu einem Stempelhengst geworden ist, und dann auch noch einmal das Caletto II-Blut. Also auch hier wieder sehr viel wertvolle Genetik in diesem Pedigree. Herzlichen Glückwunsch an Thorsten Grip und Harm Sievers. Und Alexander Kuschel ist wieder so nett und übergibt den Ehrenpreis, nämlich den Versicherungsgutschein der R&V VTV-Agentur Kuschel, für den wir sehr dankbar sind. Und ich denke, das Reservesiegerfohlen wird auch wieder von Matthias Gundler ein Video erhalten, das wir jetzt schon mal damit ehren und bekannt geben können. So, meine Damen und Herren, das sind unsere Spitzenfohlen bei den Stutfohlen. Ein toller Jahrgang hier mit 9 Qualifizierten und 6, die jetzt hier im Championat angetreten sind. Und die 3 Besten haben wir in der Bahn, und wir beginnen mit der Programmnummer 47, die wir jetzt auf die letzte Siegerrunde heute schicken. Das ist die Central Park Casino Lenzer Caratino Coriolan von Harm Sievers aus Tasdorf. Jawohl, Dankeschön. An die 47, und es folgt die 43, Cornette Obolensky, Kidam de Revelle, Nekton Karthago Caletto II, Hans-Jürgen Pöls aus Neumünster ist Züchter und Besitzer. Applaus.
Die 43 verabschieden wir und kommen dann zu der 100. Unser Siegerfon von Casaltino, Kidamsrubul, Bien, Caletto 2, Ronald, Züchter Thorsten Griffbild, Scham, Aussteller haben Sie das im Tastung.